Ist jetzt auf oder was? Jawohl. Guten Morgen zusammen. Ich bin heute unterwegs mit dem einzig wahren, richtigen Marcel. Hi. Der andere Marcel hat ja mal wieder keine Zeit für mich, der alte Sack. Ja. Wir machen eine kleine Morgenrunde, wir haben beide frei heute. Das Wetter ist mega. Richtig geil. Kalt? Ja, meine Bremse ist auch eingefroren. Aber so muss der Winter sein, genauso wie heute. Trocken, frostig, fröstelig und Sonne. Also besser geht's doch nicht. Ne? Hast du was zu sagen? Ich freue mich auf das, was da kommt. Moonraker Level, geiles Bike. 180, ne? Jawohl. Ah, nice. 29er. Richtiges Super Enduro. Ah, jetzt kriegen wir auch noch Verkehr von hinten. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf den Trails. Bis gleich. Der Boden ist nice. Also besser geht's nicht. So. Trail wurde komplett überarbeitet, haben wir uns sagen lassen. Schauen wir mal. Schön geworden, haben sie ein paar Anlieger reingemacht. Ja, nice. Aber du bist ja ganz schön schnell, ey. Gut, ich meine, du kennst die auch wahrscheinlich alle, oder? Ja, klar. Das macht eine Menge aus, ne? Nice. Und die Ölen, sie arbeitet, obwohl sie eingefroren ist. Mega. Ja, ich glaube, meine ist wieder was, weil der Akku der war. So, was machen wir jetzt? Also, die Runde ist eigentlich recht groß. Ja. Ich denke mal, du willst nur die Highlights sehen, ne? Im Prinzip ist es mir wurscht. Da ist eher flowig. Ja. Und da ist eher so S2, S3. So sieht's aus. Was fährst du lieber? Ich fahre beides gerne. Ja. Also mir ist es wurscht. Okay, ja, pass auf, wir nehmen noch einen hinten mit im hinteren Bereich und dann fahren wir rüber. So machen wir das. Haben wir entschieden. Machen wir so. Ja doch, meine Bremse ist komplett eingefroren. Ich kann gucken, das ist der maximale Weg hier. 5 mm. Links ist gut hier. Aber hier? Naja. Ist doch Mineralöl, oder? Ja, ja. Bereit oder? Ja, warte mal. Kannst du mir Akku entpacken? Dreier. Guckt euch das an, die GoPro-Nutzer wieder, so, die GoPro-User, ja. Eine Abfahrt, müssen wir schon wieder einen Akku tauschen, so Ralle 2, genau, ja. Guckt euch das an, das Elend, wo ist er? Ist nicht so einfach. Wir warten mal, ne? Bis gleich. Machen wir den Kleinen auch noch hier, haben schon lange nicht mehr gefahren. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht hier. Ja.
Der ist schön schnell, ne? Ja. So. Gutes Feedback nochmal zum Lebo. Da haben wir uns jetzt gerade drüber unterhalten. Habe ich leider nicht aufgenommen. Aber es gibt ja immer noch die Rocky-Fans hier unter uns, mich eingeschlossen. Die Trails, die wir jetzt gerade gefahren sind, also man muss mit dem Lebo definitiv konzentrierter fahren. Wir fahren hier rein. Das definitiv. Aber ich bin, wie gesagt, auch noch nicht in einer flachen Position, also am Hinterbau. Ne? Ich kann hinten noch tiefer, das Tretlager tiefer machen. Genau. Aber irgendwie macht mir das Lebo doch ein klein bisschen mehr Spaß. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ist echt ähnliches Niveau, muss ich sagen. Was du halt merkst, ist der Motor, ne? Der vom Rocky ist sehr sportlich, ne? Das ist ein richtiger Racer-Motor, so für Racer. Weil je mehr du reintrittst, desto mehr Leistung kriegst du auch. Weit über 100 Trittfrequenz. Hier beim Lebo 100 Trittfrequenz, da fängt er schon an abzubauen. Okay. Dafür hast du untenrum, wenn du so Anstiege hast und sowas im Stehen, stehst im Anstieg mal als Beispiel und willst anfahren, tust du mit dem Rocky unglaublich schwer. Und mit dem Lebo geht das wunderbar. Ist wie so ein Trecker, weißt du? Hey, hier müssen wir mal gucken, ob der noch was ist. Weiß ich nicht. Lange nicht mehr gefahren. War früher mal ein richtig geiles Ding hier. Aber scheint befahren zu sein. Boah, ist rutschig. Rutschig, ne? Oh ja. Hab ich auch gerade gemerkt. Oh, oh, ist das glatt. Oh, 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 ich komme gleich. Alter Falter. Das ist echt. Junge, Junge. Man sieht auch überhaupt gar nichts. Also oben war ganz schön rutschig. Ja. Nee, nee, der geht normalerweise weiter, aber das sparen wir uns. Sonst sind wir ganz unten, weißt du? Das ist aber auch gerade gar nicht richtig. Hier sind wir gerade so verklemmt hier drin. Im Rad? Ja, mit dem Schuh am Pedal. Ja, das kenne ich auch. Ja. Ich glaube, manche wie gesagt, sind so, ja. Pass auf die Rinne auf. Ja, ich fahr vorsichtiger, weil ich kenne ja eh noch nicht alles mehr. Okay. Ah, ich mache hier mal langsamer her, weil hier sind so viele Wurzeln und Bäume. Hier ist die besagte Rinne. Junge, wird nicht besser, wird nicht besser. Ich warte lieber mal. Das ist schon eine echt beschissene Stelle hier. Hast du gemerkt, wie kacke die Stelle ist? Hast du gemerkt, wie kacke die Stelle ist? Ja, ja, richtig. Und heute ist eigentlich guter Grip, da kannst du außerhalb der Rinne am Rand fahren. Aber sobald das ein bisschen matschig ist, zieh dich das immer wieder in die Rinne rein, ne? Ja.
klappert immer noch. Diese Scheiße. So, nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir möchten nochmal auf die Kooperation mit Helden.de hinweisen. Marcel hat jetzt, so gerade eben, wieder 560 Euro von der Versicherung überwiesen bekommen. Hat ein komplett neues Access-Schaltwerk. Ich kann wirklich nur sagen, wenn ihr einen guten Versicherungsschutz sucht, macht das. Also wir können das so gut belegen mittlerweile, innerhalb unserer Bande auch. Also das funktioniert einwandfrei. Das ist echt krass. Felgen hat er gehabt, 500 Euro. Schaltwerk, Access-Schaltwerk haben sie ihm jetzt ersetzt. Steuersatz haben sie ihm ersetzt. Martin hat auch schon mal komplette Schaltgruppe ersetzt bekommen, Ole Schaltwerk und zweimal Felgen. Also es gibt einige gute Beispiele. Hallo. Wo wir es wirklich auch belegen können. Ne? Also, wenn ihr Interesse habt, dann nutzt unseren Code. Blende ich hier nochmal ein. Findet ihr auch in der Videobeschreibung und macht das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Auch Diebstahl, ne? Ganz klar. Okay, das ist neu, aber ist noch da. Ich hab schon gedacht, ey. Das sparen wir uns. Siehst nix, ey. Das ist nicht normal. Wahnsinn. So richtiger Rumpelträger geworden, ey. So ein dicker, fetter Stein raus. Ja, ey. Ja. Und wenn er da drauf guckt, dann fällt er auch genau drauf. Naja, ich bin auch ausgewichen.
Gerade ausgefahren? Ja. Da ist Marcel Stelle da. Ja, die sind noch so. Und dann sind wir im Unterfett hier. Alles wird gut. Lass mal gucken, wo es hier lang geht, ey. Scheiße, ey. Wo, warte mal. Hier, glaube ich. Hä? Da. Alter, krass. Das ist ja krass. Jo, hier. Scheiße, ey. Nichts mehr wieder. Siehst du, sag ich doch. Das ist schlimmer aus als dies. Wenn du da oben über die Kante guckst, dann denkst du, oh. Ja. Hallo. Ja, da war aber echt so eine Stufe. Die war ja. Ey, hältst mich fast zerlegt. Da war, ging es da rechts runter. Und dann ja, die geht halt richtig runter, ne? Steile Stufe und dann. Das geht richtig runter da, ne? Ja, ja. Ja. Was bist du? Ja, das war schon mal gut. Wenn der Michi dich geschafft hat. Ja. Der Michi meine Kondition. Ich habe aber noch eine Challenge jetzt. Die musst du machen. Und zwar fahren wir jetzt hier rein und der. Ohne Füßchen. Ohne Füßchen. Ohne Füßchen. Ladies first. Hier? Ja. Ohne Füßchen bis. Ist nicht lang, aber der ist so im Arsch. Das ist ein gutes Training hier. Jawohl. Ja. Guck mal, der geht heute besser, als wenn hier keine Blätter liegen. Scheiße, hast du geschafft? Geil, Mann! Ja, ja, ohne Füßchen, komm! Was klappert da, ey? Ich hab das Gefühl, das ist die scheiß Kette. Ah! Da war die gewohnte Kante. So, halt an hier. Oh, wir sind auf den letzten Metern. Haben wir es geschafft für heute, oder? Ja. Oh, nice. Der Mist macht mich fertig. Ja, aber auch nur, weil er schon wochenlang nicht mehr gefahren ist. Monate sogar. Hier, Lars. Moonbreaker Level. For you. Das ist jetzt ein Test, ob du das Video bis zum Ende gesehen hast. Schreib in die Kommentare. So. Das war's für heute. Nichts Besonderes, aber wir nehmen euch ja halt immer mit auf unsere Touren. Das war jetzt halt mal eine Donnerstagmorgen-Tour, kann man sozusagen sagen. Ne? Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr noch nicht abonniert, würden wir uns natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank!
bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.